kritisieren oder sagen, es gebe den Klimawandel, sind die Erstbesten, die fragen, ob ich ein Ladekabel für ihr iPhone dabei habe. Die Leute, die mit dem Elektroauto fahren, schließen sich an eine Ladestation an, die beliefert wird von RWE, die das ganze Braunkohlegebiet hier im Rheinland ausgebuddelt haben. Die Leute, die am Hambacher Forst demonstriert haben, haben getwittert. Die haben getwittert. Woher kam denn der Strom, um zu twittern? Woher hatten die denn das Handy, um zu twittern? Ein Klimawandel gibt's in der Birne der Leute, weil sie vergessen haben, dass es vor tausenden von Jahren schon Eiszeiten gab und Warmzeiten und dass irgendwann sowieso die Erde explodieren wird. Ja? Der Klimawandel wird es weder beschleunigen, noch wird das aufhalten. Irgendwann ist Schluss. Wir müssen uns damit abfinden, dass dieser Planet, auf dem wir uns gerade quetschen, mit 8 Milliarden Vollidioten, irgendwann nicht mehr ausreicht für uns. Und der Klimawandel, der spielt dabei gar keine Rolle. Was hinter dem Klimawandel steckt, ist ja was anderes. Das ist unser permanent latentes schlechtes Gewissen, dass eines Tages die Dinge, die wir tun, ohne darüber nachzudenken, welche Folgen sie haben, uns erreichen können und uns bestrafen werden. Ja? Also, dass wir schicke Autos fahren, mit dem Flugzeug fliegen, auf die Ressourcen der Natur zurückgreifen, die Regenwälder abholzen. Aber wir müssen es ja irgendwie tun. Weil wovon sollen wir uns ernähren? Fleisch dürfen wir nicht mehr essen. Das ist nicht okay. Massentierhaltung, nein. Dann sollen wir vegan werden. Die vegane Scheiß-Sojawurst, die wird produziert mit Soja, was angebaut wird in den Regenwäldern, die abgeholzt werden. Und tausende von Tierarten sterben, weil ich meine scheiß verfickte vegane Sojawurst essen will, weil ich kein Fleisch essen will, weil die Massentierhaltung wieder mein Gewissen stört. Was soll ich denn essen? Was soll ich meinen eigenen Pimmel essen? Ich kann nicht ohne Essen leben. Also ist klar, dass irgendwo, wo Menschen sind, auch Ressourcen verbraucht werden. Im Winter ist es kalt. Wie soll ich denn heizen? Indem ich Holz hacken gehe? Das ist ja wieder scheiße. Da haben wir ja wieder einen Baum kaputt. Ich muss also irgendwoher Heizmaterial haben. Am besten wäre zum Beispiel Atomkraftwerk. Haben wir wieder Schiss. Der Klimawandel ist eine Erfindung derer, die ein latentes schlechtes Gewissen haben, weil sie wissen, dass eines Tages Schluss ist mit lustig. Und deswegen ist egal, ob Klimawandel ja oder nein. Klimawandel im Kopf, das ist das Entscheidende. Wenn der stattgefunden hat, müssen wir uns über den Klimawandel um uns herum gar keine Gedanken mehr machen. Radio Deutschland 1, das Talkradio für Deutschland. Ruf an und sag uns deine Meinung. Radio Deutschland 1, wir sprechen Klartext.